Robin, es liegt ein tolles Wochenende hinter uns. Ihr habt gegen Alba Berlin gewonnen. Du hast 15 Minuten gespielt, 4 Punkte gemacht, 6 Rebounds geholt. Erzähl doch mal deine Eindrücke von dem Spiel. Ja, sehr hartes Spiel, sehr umkämpft und auch sehr, sehr wichtig für uns. Nach 4 Niederlagen endlich mal wieder zu gewinnen und natürlich dann gegen Berlin, auch noch in Berlin, das Spiel zu gewinnen, war natürlich sehr wichtig für uns. Ja, Berlin einfach sehr stark, wie man auch gesehen hat, unterm Korb sehr stark, sehr physisch, sehr gute Rebound, spielen sehr gut zusammen, sehr gute Verteidigung. Und ja, wir hatten einfach ein sehr gutes Drittel-Viertel, wo wir ja fast alles getroffen haben, auch von draußen, auch viele Dreier. Und ja, das hat uns ja den Push gegeben und dann am vierten Viertel noch, ja, das Viertel überstanden, sagen wir mal so, und dann das Spiel gewonnen. Und ja, da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und aber jetzt ja, müssen wir schon wieder Samstag ran und das Spiel dann auch wieder gewinnen. Du sprichst es an, am Samstag wartet jetzt auch ein nicht sehr einfacher Gegner auf euch. Die Fraport Skyliners sind gerade das andere Team, gegen das Alba die Woche davor verloren hat. Was erwartet uns da? Ja, auch eine gute Mannschaft, gut trainiert und spielen sehr gute Defense, machen viele verschiedene Sachen. Und ja, man weiß auch nicht wirklich, was man erwarten soll. Immer viele Verletzte, dann andere Spieler spielen wieder sehr gut. Dann ist sehr schwer einzuschätzen. Aber wie gesagt, ja, auch eine gute Mannschaft, haben auch jetzt viele Spiele schon gewonnen in der Bundesliga, viele Heimspiele gewonnen. Auch im Euro-Challenge sind die jetzt auch schon weitergekommen. Und ja, wir müssen da auch einfach wieder anknüpfen, wo wir letztes Spiel aufgehört haben. Die andere Mannschaft aus deren Spiel rauszunehmen, hart zu verteilen, gut zu rebounden und ja, unser eigenes Spiel ein bisschen aufziehen. Und dann ja, hoffentlich diesen Sieg, den wir zu Hause jetzt brauchen, auch uns zu holen. Okay. Ihr habt danach gar keine große Pause, denn am Mittwoch wartet schon der nächste Gegner mit dem mitteldeutschen BC auf euch. Wie ist das als Spieler, wenn ihr so wenig Regenerationszeit habt? Ich meine, wenn ihr europäisch spielt, ist es ja auch so. Aber jetzt, wenn Bundesliga so kurz hintereinander die Gegner kommen, wie ist das für euch als Spieler? Ja, zum Glück sind wir ja schon ein bisschen dran gewöhnt wegen dem Eurocup, dass wir oft 2 Spiele die Woche hatten. Und gegen MBC ist natürlich auch nicht einfach. Und der größte Unterschied für uns als Spieler ist einfach, dass wir ja weniger Vorbereitung haben, weniger uns auf die andere Mannschaft einstellen können. Zum Glück ist es bei MBC genauso, die spielen auch am Wochenende. Dann anstatt, dass man ja vielleicht 4 Tage in Folge sich vorbereiten kann auf die Spieler, auf die verschiedenen ja, Spielsysteme, die der MBC spielen will, haben wir jetzt ja vielleicht 1,5-2 Tage. Und das ist natürlich ja schwer, nicht nur physisch, sondern auch mental, sich ja von Spiel gegen Frankfurt zu Hause dann ja gleich wieder auf ein anderes Spiel einzustellen. Das ist höchstwahrscheinlich das Schwierigste für einen Spieler. Und hoffentlich können wir ja erstmal Samstag gegen Frankfurt gewinnen und dann uns dann auf Mittwoch wieder gut vorbereiten, dass dann auch wieder gewinnen. Super, dann bedanke ich mich und viel Erfolg am Wochenende. Danke.